Meine Lieben, einen wundervollen Sonntagmorgen für euch. Hoffe, euch geht's gut. Ihr startet sehr, sehr gut in diesen neuen Tag. Wir schauen uns Bitcoin zuallererst mal auf Wochenbasis an und wir sehen, bisher würden wir bei den 21.330 US-Dollar schließen, wo wir gerade sind, würden wir möglicherweise einen bearischen neuen Ausblick auf die neue Woche bekommen. Woran liegt das? Wir haben letztendlich diese Rejection oberhalb der Hochs bekommen, und sehen, dass wir oberhalb der vorherigen Wochenhöchstkurse immer wieder quasi nur Liquidität getankt haben, um dann möglicherweise den neuen Short Impuls zu setzen. Ja, einmal quasi zum Verständnis, wann immer wir Hochs letztendlich übertrumpfen, aber darüber nicht schließen, sondern entweder auf gleichem Niveau oder tiefer schließen, bedeutet das ja, dass oberhalb dieser Hochs Liquidität lag und das werden entsprechend die Stop-Loss-Order sein, die von unseren Verkaufspositionen in diesem Short-Trend dann letztendlich Kaufpositionen sein müssen, die ermöglichen neue Verkaufspositionen, das heißt institutionell werden hier oben neue Verkaufspositionen aufgebaut und aufgeladen. Dafür reicht der Markt dann entsprechend diese Stop-Loss-Cluster. Das würde bedeuten, sollten wir tatsächlich hier unten schließen, könnten wir möglicherweise einen neuen Short-Impuls bekommen. Aber wir sehen auch, dass sich in dem Bereich zwischen den 22,5 und hier unten den 17,5 so ein Cluster, quasi so eine Box bildet. Und diese Box zeigt häufig, da herrscht Umverteilung, aber darunter und darüber akkumulieren sich letztendlich dann die Stop-Loss in Form von Liquidität und wir werden andersrum. Da akkumuliert sich Liquidität in Form von Stop-Loss und das kann letztendlich mit sich ziehen, dass wir dann auch die Fake-Outs bekommen, nach oben wie auch nach unten, aber diesen Preisbereich nicht mehr sonderlich stark verlassen. Das ist hier passiert, sowas ist hier passiert und das würden wir tatsächlich auch erwarten. Das heißt, selbst wenn wir diesen bearischen Kerzenschuss bekommen, würde auch das nicht unbedingt bedeuten, dass wir die nächste Woche jetzt unter die 17k fallen. Ich kann mir vorstellen, allein schon aufgrund des Volumens, was wir hier auch schon besprochen haben, dass eben der Markt früher oder später die Wahrscheinlichkeit bekommt, wir wechseln hier wieder in den Binance-Chart, dass wir tatsächlich nochmal ins tiefere Tief gehen. Die Wahrscheinlichkeit und Perspektive bleibt einfach da, das ändert sich so schnell nicht, außer wir kriegen wirklich signifikante Price-Action, die uns dann auch auf Wochenbasis zeigt, dass wir möglicherweise hier den kleinen Turnaround bekommen. Ansonsten, ja, so viel erstmal auf Wochenbasis, Price-Action-technisch nicht allzu viel rausholen. Wir haben hier diesen dynamischen Widerstand, der sich dem Markt entlang schmiegt. Und da sehen wir, rein technisch gesehen, hätten wir sogar noch eine Woche Zeit, bis wir diesen dynamischen Widerstand antesten. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Herangehensweise zu erkennen. Auch wenn der Markt, je nachdem wie er sich verhält, könnten wir natürlich sehen, dass wir diesen dynamischen Widerstand antesten oder ihn dann sogar relativ bald durchbrechen. Also die nächste Woche könnte entscheidend sein für die, ich sag mal, mittelfristige Bitcoin-Bewegung, weil wir dann eben an dieser Retailer-Linie, an diesem Scheitelpunkt ankommen und da würde sich zeigen, kriegen wir eine Stabilisierung und dann den Break nach oben oder kriegen wir die Rejection und den Break nach unten. Also in zwei Wochen, wenn sich das Ganze hier so ausspielt, kriegen wir entweder das Szenario oder das Szenario hier. Das werden wir dann sehen, so viel auf Wochenbasis, leichter Vorteil für die Short-Seite aufgrund hier des Volumens, leichter Short-Vorteil aufgrund des bearischen Kerzenmusters aktuell, nichtsdestotrotz hier immer noch die Möglichkeit, dass auch hier Fake-Outs quasi kommen, bevor sich der Markt dann letztendlich auch in die Gegenrichtung bewegen kann. Gehen wir mal auf Tagesbasis zurück. Auf Tagesbasis haben wir aktuell nicht allzu viel Bewegung. Gestern mit zwei Dojis geschlossen. Könnte für uns natürlich bedeuten, dass jetzt erstmal die Stabilität erreicht ist, wir aber auch ein leichtes bearisches Momentum bekommen können. Und klar, die Möglichkeit vor allem des Retests dieser dynamischen Unterstützungslinie ist denkbar. Wir haben jetzt hier quasi uns einmal oberhalb dieses, ja, oberhalb dieser Liquiditätsbarrieren, wie wir sie vorher so festgestellt haben, hier wie auch hier haben wir uns jetzt stabilisiert, bedeutet für uns, ein bullischer Impuls ist denkbar, vor allem auch wenn morgen früh die Indizes positiv starten, die Asia-Session wohlwollend ist, dann könnte das Ganze sich tatsächlich als neuen Aufwärtsimpuls mit sich bringen. Okay, ich benutze heute Morgen irgendwie komische Formulierungen, ist noch relativ früh, ist nicht super früh, aber anscheinend bin ich noch ein bisschen klatschen geblieben, also bitte nicht böse sein. Heißt also für uns, wir könnten mit der weiteren Stabilisierung diesen Break nach oben bekommen. Wir haben jetzt gleich auf kurzfristigerer Zeit dann halt wahrscheinlich noch einen anderen Hinweis. Wenn wir uns das mal anschauen, hier sollte sich ein weiterer dynamischer Widerstand gerade bilden. Wenn wir uns mal so diese abflachende Kursbewegung anschauen, möglich ist das. Aber wir müssen auch hier mal die Price Action betrachten, wie wir es in den vergangenen
Videos in Tagen gemacht haben. Hierüber haben wir nur die Liquidität geholt, haben nicht drüber geschlossen. Das hier ist so der äußerste Punkt, den der Markt schon seit mehreren Tagen nun oder seit mehreren Wochen sogar nur wenn per Liquiditätsübergriff geholt hat, aber noch nicht drüber geschlossen hat. Das heißt, das ist ein ganz spannender Punkt. Für uns sehen wir, der Markt ist in diesem Bereich gekommen und hat von diesem Bereich die Rejection bekommen, zurück auf die, wo sind wir hier, 21,1 circa. Das heißt, das ist die Range, die für uns spannend ist. Je nachdem, wo wir heute schließen, schließen wir mittendrin, würden wir weiterhin auch diese Seitwärtsbewegung erwarten, Liquidität dann morgen nach unten abgreifen. Typischerweise würden wir die Liquidität dann nach oben abgreifen, also auch hier eher in diesem Bereich weiter nach oben oder nach unten zappeln. Je nachdem aber, wo wir heute schließen, schließen wir bei den 21,7, haben wir ein bullisches Momentum, schließen wir bei den 21,2, haben wir ein bearisches Momentum. So, ich sag mal, simpel können wir das jetzt Price-Action-technisch herunterbrechen und das hat definitiv hier auch seine Relevanz. Auf Tagesbasis erkennen wir sind gerade wieder an der Retailer-Linie, wir sind gerade wieder an der dynamischen Unterstützung. Deswegen hier auch die leichte Stabilisierung, nachdem es heute Morgen erstmal Prozent nach unten ging. Es ist und bleibt einfach gerade spannend. H4, das sieht natürlich eher so quasi nach einer Art Flagge aus. Dafür brauchen wir aber hier einen bullischen Kerzenschluss. Wir haben das Tief hier angetestet. Leichte Rejection ist gekommen. Wir sehen, es kommt jetzt ein bisschen Power auch in den Markt rein. Also zumindest ein bisschen Kaufkraft. Wenn wir das hier stabilisieren können, wenn wir diesen Preisbereich halten können, dann wäre es tatsächlich möglich, hier nach oben und zu stabilisieren und nach oben zu gehen. Würde ich aber definitiv aufpassen. Wir müssen mal schauen, was der H4 Kerzenschluss hier bringt. Das heißt, entweder mache ich gleich vielleicht noch ein neues Video oder auf jeden Fall auf Instagram gibt es dann das Live-Update zu den Kerzen. Und dann könnten wir möglicherweise sehen, wenn das Ganze hier bearish schließt, ob wir dann den Break nach unten bekommen oder ob wir diese Erholung nach oben bekommen. Stundenbasis. Hier haben wir gerade aktuell, es ist ein gemischtes Bild, weil wir, wie gesagt, Punkt 1 nicht neue Tiefs gebildet haben. Punkt 2 haben wir auch diese Schlusskurse eigentlich immer nur dann per Liquidität gegriffen. Also hier, ja, das wird sich wahrscheinlich noch auf diese Kerze hier beziehen, auf diese hier, auf diesen Schatten. Weswegen wir auch hier sehen, die Rejection ist noch gegeben, die Rejection ist da. Das hier ist der dynamische Widerstand, der muss halt gecatcht werden. Der muss jetzt durchgedrückt werden in den nächsten 2 Stunden und dann könnte es möglicherweise nach oben gehen. Wir sehen hier 2 Stunden, 12 Minuten für die nächste H4-Kerze. Platz ist da, aber es scheint halt tatsächlich eher sich so nach Seitwärts-Szenario beziehungsweise nach Rejection und dann Stop-Fishing nach oben und nach unten dann auszuprägen. Gehen wir einmal in das Open Interest von Bitcoin, um uns mal anzuschauen, wie sich das Ganze jetzt hier in den letzten Tagen entwickelt hat. Dafür vergleichen wir Tagesbasis des Charts mit Open Interest im Markt auf Tagesbasis. Denkt dran, das sind die Futures immer nur von Binance und das Open Interest ist ein bisschen abgeflacht, aber stabil. Und das sehen wir auch, Open Interest, der Preis ist ein bisschen gefallen, aber jetzt stabil. Das heißt für uns sehr, sehr wenig Hinweise vorerst, was aber genau auch diese Chartstruktur gerade stabilisiert oder diesen Eindruck stabilisiert, nämlich es wird sehr wahrscheinlich einfach weiterhin seitwärts laufen. Wir werden vielleicht unseren Break nach oben bekommen, dann aber Achtung vor den korrektiven Hochs. Wenn wir nach oben gehen, dann ist wahrscheinlich spätestens in dem Bereich 23, 24k erstmal Schluss, um letztendlich die Liquidität zu fischen. Sollte es nach unten gehen, würden wir definitiv unterhalb der 17.000 das Ganze dann auch erwarten und präferieren. Also aufpassen, aufpassen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben möglicherweise hier eine kleine Stabilisierung. Wir sehen aber, sowas kann sich über Wochen hinziehen, genauso wie wir es hier hatten. Das ist auch mehr oder weniger zu erwarten, was wir jetzt bekommen. Wir sehen diese Parallelen, die sich hier bilden. Nur weil es schon mal passiert ist, heißt es nicht, dass es genauso nochmal passieren muss. Trotzdem bin ich einfach davon überzeugt, dass es besser ist hier, ich sag mal, vielleicht entweder die abwartende Haltung oder kurzfristigere Trades zu machen, statt langfristig, weil die große, große, große Erholung, die scheint mir hier noch nicht gegeben. Dafür ist das Marktumfeld auch noch nicht gegeben. Dafür ist die Zinspolitik auch noch einfach zu aggressiv. Erst wenn möglicherweise da gesehen wird und signalisiert wird, die Inflation, die ist bekämpft worden durch letztendlich diese Zinserhöhungen. Ich weiß, ja, makroökonomisch klingt das einfach so einfach und sinnvoll, aber ist es nicht unbedingt, dann könnte das ein bullisches Signal für die Krypto sein. Im Gesamtmarkt ansonsten, der sieht ja heute Morgen in der frühen Session einfach relativ rot noch aus.
kleine Abgaben, aber die ähneln sich alle sehr, sehr stark. Wir haben hier wirklich kleine Korrekturen, von daher nichts Besonderes, nichts Ausschlaggebendes. Das scheint für uns hier eher das Seitwärtspotenzial zu geben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Vielen Dank für den Support auf jeglichen Kanälen. Freue ich mich sehr drüber und bis bald. Ciao, ciao.